zu unserem nächsten Act, zu unseren nächsten Gästen. Der Song ist der absolute Wahnsinn. Da haben sich die ganz Großen des Popgeschäfts getroffen, haben gesagt, lass uns mal ein bisschen was Erotisches machen. Lady Marmalade ist dabei rausgekommen. Ja, Christina Aguilera, Pink, Mia und Lil' Kim und das Ganze dann von Missy Elliott zusammengehalten, also der totale Wahnsinn. Bei uns heute Abend freuen sich bitte auf Mola Adebisi, Yvonne Hirze, Gitta Sachs und Johanna Klum. Als ich die erste Anfrage bekommen habe zu Yes We Can Dance, dachte ich mir gleich so, Tanzshow habe ich wahnsinnig Lust drauf. Und dann ist mir eingefallen, verdammt, du hättest nach dem Lied fragen sollen. Welcome to the Moulin Rouge. Oh. Gitta Sachs, bin 44 Jahre, habe 20 Jahre als Model gearbeitet und arbeite jetzt als Beauty- und Lifestyle-Expertin. Mein Name ist Mola Adebisi, 36 Jahre alt, Unternehmensberater und Hobbymoderator. Mein Name ist Yvonne Hölze, ich bin 27 Jahre jung und ich bin Sportwissenschaftlerin und Model. Come on, baby, you're sexy. Ich bin Johanna Klum, bin 29 und Moderatorin. So, then let's figure out. Let me see who's gonna play Pink. Mit Schwung. Oh, oh, oh. Alle anderen haben es schon voll drauf. Ich finde es unausstehlich, wie schnell die das umsetzen können. I think I have my Pink. Oh. Okay, I gotta rock the chair. Yes, we're gonna rock the chair. There we go. Christina? Sie ist die Diva, sie möchte präsentieren, sie möchte da sein. Und dann kommt sie raus mit einer Kraft und mit einer Zielstrebigkeit. Es ist einfach ganz fantastisch. Maya. Was bedeutet, ich krieg die Scheißgärte. Ich habe bisher noch nicht allzu viel Erfahrung mit Gärten gesammelt. Um das direkt mal klarzustellen. I think I found my Missy. Ich bin die dicke Missy Elliott. Und ich glaube, das ist eher so eine lustige Rolle. So let's start with the chorus, you guys. Let's go. Booty, 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 booty. Step on the left to go. Booty, ba, ba, booty. Ich bin ja die Älteste von den ganzen, von meiner Gruppe. Und dieses in die Hocke gehen und schnell wieder aufstehen und auf die Knie, das fällt einem dann doch schon schwerer, glaube ich, wenn man über 40 ist. Oh, kann ich einfach over 40. Ich bin motorisch einfach nicht so begabt, fürchte ich. Also ich bin einfach, ich laufe auch sehr gerne gegen Tische. Vielleicht sollte ich das irgendwie bedenken. Also Choreo ist einfach nicht mein Ding. Ich kann großartig mit dem Hintern wackeln. Aber sobald es dann in geregelte Bahnen gelenkt werden soll, wird es ganz schwierig. Das ist auch für mich sehr schwierig. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich dachte, ich komme jetzt hier hin, mache das alles ganz einfach. Aber diese Gitchi-Gitchi-Sachen sind für mich ganz irritierend. Wenn man dann letztendlich die Kostüme dann auch hat, dann kann man das, glaube ich, noch mehr fühlen. Wir wollen das Beste geben und eben nicht nur uns regeln und sexy sein. Ich mache mir total Sorgen, dass wir da mit so kleinen Entschuldigungen für Unterwäsche auf die Bühne geschickt werden. Und das geht natürlich gar nicht. Naja, auch wenn es ausschaut wie eine getanzte Besu-Modenschau, es steckt doch eine ernsthafte Choreografie dahinter. Freuen sich jetzt auf vier heiße Frauen, meine Damen und Herren. Yvonne Hirze, Gitta Sachs, Johanna Klum und Mola Adebisi als Missy Elliott, Lady Marmalade. Welcome to the Moulin Rouge. Give it a go. Oh, oh.
come through with the money in the guard of banks. Let them know we got that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. Enche, come on, mocha, chocolate. What? Rio, lady, mama. Fühlt man sich da ein bisschen nackt auf der Bühne, oder? Ja, also ehrlich gesagt, das ist normalerweise nicht unsere Arbeitsbekleidung. Und dann sich die Schritte merken zu können, und ihr habt ja gesehen, mit der Hocke. Mhm. Aber ich glaube, es ging ganz gut. Ja, die Peitsche war schon mal weg zwischendurch, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist richtig. Die Gerte hat es nicht durch den Flug.